Hallo, was waren Sachen? Ja, neue Woche, neuer Vlog und wir haben Halbzeit. Und zur Feier des Tages habe ich neue Haare. Ja, meine Mom kommt ja jede Woche zu Besuch und da hat sie mir freundlicherweise die Haare geschnitten, weil die waren schon viel, viel zu lang. Wir haben es jetzt mal ganz kurz gemacht und ich muss sagen, ich fühle mich echt fresh, fühle mich frisch. Ja. So, wie war da meine Woche? Ich war jetzt die dritte Reha-Woche, die ist hinter mir. Die dritte Reha-Woche war super anstrengend. Ich hatte sehr, sehr viel zu tun. Hat auch sehr, sehr viele sehr intensive Therapiegespräche. Und ja, dementsprechend, ich war die Woche komplett, es war halt super anstrengend. Ich war der Freitag komplett K.O. Ging gar nichts mehr. So 4 plus 4 zu rechnen war schon zu viel. Ja, die Woche ist ein bisschen entspannter, da habe ich nicht ganz so viel. Und ist ein bisschen ruhiger. Ja, aber es ist so generell das Reha-Erlebnis an für sich. Reha ist halt sehr kurz. Hier sind es jetzt 5 bis 6 Wochen, je nachdem. Bei mir ist auch noch nicht so, glaube ich, 5 oder 6 Wochen bleibe, je nachdem. Ich hoffe jeden Tag, dass ich mal eine Antwort kriege, wie lange ich jetzt bleibe, dass ich ein bisschen dann halt planen kann, wo es hingeht. Nichtsdestotrotz, egal ob ich 5 oder 6 Wochen bleibe, auf jeden Fall komme ich zu Gamescom. Das funktioniert schon nochmal. Ja, brauche mir jetzt keine Sorgen mehr machen, dass ich die verpasse. Da hatte ich ja so ein bisschen Sorge drum, dass ich da verpasse. Jetzt habe ich schon die Karten für Donnerstag und Freitag gekriegt, dass ich da nicht hingehen kann. Aber ich kann dann hingehen. Komme dann quasi wenn es die 6. Woche ist, komme ich quasi nach Hause, bin einen Tag zu Hause und dann geht's schon wieder ab nach Köln. Werde ja da wahrscheinlich wieder bei Toko übernachten und die Toko muss ich jetzt mal anschreiben, wann ich denn kommen kann, welche Uhrzeit. Aber das regle ich dann noch mit der Zeit. Also wie gesagt, Donnerstag und Freitag werde ich auf jeden Fall auf der Gamescom sein und mir werden ein paar Sticker verteilen. Die muss ich auch noch vorbereiten. Also ich habe die Sticker ja schon rausgesucht. Ich will noch ein kleines Schild machen, so Sticker for free. So. Und dann kann man halt, wenn man mich sieht und ich noch welche habe, kann man bei mir Sticker kriegen. Bei Toko wahrscheinlich auch. Die wird auch ein paar Sticker verteilen. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja auf der Gamescom. Ich würde mich freuen. So, kommen wir nochmal zurück zur Reha, aber ich habe wieder komplett den Faden verloren, weil ich wieder woanders hingesprungen bin. So. Bei mir startet jetzt die 4. Woche Reha und hier fängt es jetzt an, wo man dann guckt, wie sieht es denn eigentlich aus nach der Reha? Was ist denn da los? Weil nach der Reha gibt es auch immer eine Reha-Nachsorge, dass man halt nicht direkt alleine gelassen wird. So eine Reha an sich ist ja wirklich sehr komprimiert und sehr intensiv. Man hat hier nur 5 bis 6 Wochen, um halt einen Start zu kriegen, um zu gucken, wo liegt eigentlich das Problem und wie gehe ich damit ein bisschen um. Man kriegt auch hier nicht so die Lösung, weil die Lösung gibt es bei psychischen Problemen nicht, weil Menschen so fucking kompliziert sind. Ist jetzt nicht so wie bei einer Schnittwunde, sagst du, okay, machen wir zu, hört auf zu bluten, heilt dann. So grob. Je nachdem, wie tief die Wunde ist, sollte man vielleicht auch mal nähen. Bei der Psyche ist das ja alles halt nicht so einfach, weil halt so viele verschiedene Menschen so viele verschiedene Probleme haben und so komplett anders damit umgehen. Hier geht es mehr so darum, erstmal zu gucken, wo liegt dein Problem eigentlich und wie können wir das denn machen, dass es dir dann besser geht und wie du das besser verarbeiten kannst. Man gibt quasi so einen Setzkasten und dann muss man gucken, welche Teile nimmt man mit, um halt an sich rumzuwerkeln, dass es halt einem auf Dauer besser geht und es halt auch nicht wieder so schlimm wird, wie man es vorher war. Sei es jetzt Depression, Burnout und so weiter, dass man sowas dann halt einfach weiß oder mitkriegt, wie man einfach ein bisschen besser um sich sorgen kann. Einfach so eine kleine Anleitung für sich, so mal gucken, ja, wie funktioniert der Körper, dass der sich halt einfach wohlfühlt. Ich habe ja schon ein paar Mal angesprochen, ich werde auch wahrscheinlich öfters sagen, bewegt euch ein bisschen. Es muss nicht viel sein, so eine halbe Stunde ein bisschen Sport. Sei es irgendwelche Übungen, so Turnen, Gymnastik oder geht ein bisschen flotter laufen oder also so ein bisschen walken, so ein bisschen zügiger laufen oder macht halt irgendwie Krafttraining oder Sport. Am Tag so eine halbe Stunde irgendwas. Und wenn es halt nur so Dehnübungen sind, wo man sich ein bisschen streckt, wie gesagt, Yoga, ja. Joghurt ist eine coole Sache. Yoga ist eine coole Sache. Und natürlich sich auch vernünftig ernähren. 3 bis 4 Mahlzeiten am Tag, die halt halbwegs vernünftig. Es ist alles nicht so einfach, wie es klingt. An für sich klingt das ja so super simpel. Beweg dich ein bisschen und ess gesund. Ja, wenn es halt nur so einfach wäre, das durchzusetzen. Ich weiß gar nicht, sieht man das? Ich habe da hinten. Da. Ich habe ganz viel Schoki gekriegt. Ich hatte meine Mom gefragt, ja, es sieht ja wieder so aus, die 4 Wochen sind rum, ich habe wieder bald wahrscheinlich wieder Frauenprobleme, bringt doch mal eine Packung Kekse mit. Und meine Mom hat dann gesagt, okay, eine Kekspackung reicht nicht und hat halt sich Sorgen um mich gemacht und will ja ihr Kind versorgen und hat dann halt ganz viele Kekse und so Haselnusstafeln und Schoki mitgebracht. Also
Ich habe Süßkram erstmal genügend. Es ist super, super lieb gemeint. Aber es ist auch ein bisschen schwer, sich zu beherrschen, wenn man weiß, da hinten ist der Süßkram. So sind die Versuchungen. Aber ein bisschen Schoki ist ja okay. Ein bisschen darf man haben. Nur nicht zu viel. Die Maße macht das Gift. Nee, die Masse macht das Gift. Wie sagt man das am besten? Maß oder Masse? Was ist das richtige Wort? Ich als Legastheniker habe null Ahnung. Eins von den beiden wird schon richtig sein. Ich höre das auch nicht raus. Ich weiß, wie ich es sage, aber ich weiß nicht, wie es sich anhört oder wie es klingt. Welches ist das richtige Wort? Das ist so absurd. Legasthenie ist eh so ein Kopfick. So was zu Wörter, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Kann man das nicht in Bildern auszeichnen? Richtig Wachsmalstifte, kann ich das malen? Ja. Ja, ich bin auch, wie gesagt, ich bin jetzt hier die dritte Woche in Reha, kann es auch nur jedem empfehlen. Aber wie gesagt, auch wenn es halt sehr anstrengend ist und sehr komprimiert ist, es tut einem gut, wenn man halt einfach so einen Anhalt findet, dass man so grob weiß, worum es geht oder wo die Probleme liegen und einfach wieder auch lernt, auf sich selbst zu achten. Weil das ist auch eine Sache, die ging irgendwie total unter. Gerade die letzten 2 Jahre ging es total unter, dass ich mal nach mir geguckt habe. Ich habe halt geguckt, dass ich funktioniere auf Arbeit und so, dass das halt einfach funktioniert und irgendwann war dann halt zu viel. Und dann ging es halt wirklich steil bergab mit mir. Mir ging es ja schon jahrelang ein bisschen nicht so gut, aber da hielt es sich so die Waage. So mit Corona hat es angefangen, dass es mir halt einfach nicht so sonderlich gut ging. Und dann war es halt so flach ein bisschen. Ich hatte mal ganz schlechte Tage und mal okay Tage. Aber dann so gerade das letzte Jahr war dann also so komplett nichts mehr, hat nichts mehr gepeilt, ging gar nichts mehr, Kopf war leer. Ja, und dann war es halt nur noch auf Autopilot und habe einfach funktioniert und habe gesagt, ich will das nicht wieder machen. Und jetzt so im Nachhinein überlege ich auch, wie habe ich das 2 Jahre durchgehalten auf der Arbeit, auf der ich bin? Ein Großteil liegt halt generell bei mir an, es sind halt viele Sachen, die zusammenkaufen, aber dass es halt so wirklich komplett abgekackt ist, ist zu einem, dass ich mich halt abgekapselt habe und zu anderem, dass ich halt echt nicht zufrieden mit meiner Arbeit war. Ich habe meine Arbeit gehasst, da mache ich auch keinen Hehl drum. Also mein letzter Arbeitsplatz war die komplette Katastrophe mit. Gerade den Leuten aus dem Service habe ich mich nicht so gut verstanden. Das sind ja die Leute, die du am meisten Kontakt hast. Mit aus den Leuten aus der Küche war ich echt chill, aber mit dem Service, da waren ein Großteil Leute dabei, die konnte ich halt einfach super nicht leiden und die konnten mich nicht leiden. Man hat das zu spüren gekriegt. Gerade bei einer Arbeit, die man eigentlich im Team machen sollte, dass das halt ein funktionierendes Team ist, dass es das ein eingespieltes Team ist, hat nicht funktioniert, war komplette Katastrophe und die haben alles so dann so gemacht, dass ich ja möglichst Arbeit habe und sie möglichst wenig. Und dann soll man ja helfen, aber wenn dann selber Probleme sind, hat man nie geholfen bekommen. Es war ja schon zu viel verlangt, wenn man mal Teller wegräumen sollte. Ach, komplette Katastrophe. Ich weiß auch nicht, wie ich das 2 Jahre mitgemacht habe. Aber jetzt ist ja Schluss. Mir ist auch so ein Stein vom Herz gefallen, ich gesagt habe, nee, ich kündige das, ich will nicht mehr zu dem Arbeitsplatz zurück. Und ja, ich werde dann mal schauen, wie es mit mir weitergeht. Ich werde ja krank entlassen, also ich bin krank gekommen und werde krank entlassen und ja, wie es denn aussieht, ich werde mich dann wahrscheinlich nach der Reha, neben der Reha-Nachsorge, über die ich mich jetzt kümmern möchte, also diese Woche kümmern muss und mich informieren muss. Ich werde wahrscheinlich, mich tendiere dazu zu einer Gruppentherapie. Also es gibt ja mehrere Wege bei der Nachsorge, die man machen kann. Es gibt ja was Körperliches oder halt, weil ich halt für meine Psyche wieder weiterarbeiten möchte. Das ist ja eine Sache, ich muss da lange noch für arbeiten. Ich habe jetzt da schon ein halbes Jahr für gearbeitet und muss ja trotzdem noch mehr. Es ist halt einfach viel zu lange, viel zu viel kaputt gegangen und da muss man jetzt alles nachholen, wieder sortieren und aufbereiten und gucken, dass man halt da eine Lösung findet und einen Umweg findet, dass man halt nicht mehr so krass abstürzt, wie ich das bin. Und ja, das ist das, was jetzt halt drauf angeht. Ich habe hier in der Reha gute Mittel an die Hand bekommen, dass ich einfach auf mich achte, gemerkt habe, welche Sachen tun mir gut, was hilft mir. Und ja, jetzt geht es halt bergauf. Also jetzt, gerade heute fühle ich mich echt gut. Die Woche, die startet gut, die machen wir eine schöne Woche. Und ich hoffe, das Wetter hält so, wie es gerade ist. Letzte Woche war es auch sehr regnerisch und sehr wechselhaft. Bis jetzt, heute und gestern war schön. Gehe ich nicht wieder spazieren oder so. Ich habe heute nicht mehr so viel vor, gehe mal ein bisschen spazieren. Ich wollte ja mal im Freien was aufnehmen, aber irgendwie kriege ich das mit dem Handy nicht so ganz hin. Entweder ist windig, ich halte den Daumen aufs Mikrofon oder so, ich bin zu blöd mit dem Handy aufzunehmen. Weil soll ich mir mal eine GoPro oder sowas holen? Vielleicht ist das dann leichter oder so ein Stab, so ein Selfie-Stick.
kam ich mich drauf. So ein Deppenzepter. So. Ja. Okay. Vielleicht gibt es dann mal draußen Vlogs. Ich kann es auch nicht, ich kann auch die Kamera nicht wirklich stillhalten. Ich habe wieder den Faden verloren. So. Okay, ja, ich habe die Woche gut überstanden. Mir geht's super. Bin echt froh, dass ich in der Reha bin. Jetzt wird geschaut, Nachsorge. Ich werde wahrscheinlich, also wenn ich was finde, ich muss ja gucken, ob das mal vor Ort ist oder ob es was Digitales gibt, je nachdem. Ich werde wahrscheinlich was Digitales nehmen, weil ich wohne am Ende der Welt, am Arsch der Welt, da ist ja nichts. Und dann wird es wahrscheinlich sein, dass ich sehr lange fahren muss. Allein nach Büdingen muss ich ja immer eine 20 Minuten, eine halbe Stunde fahren, bis ich dann da bin. Und das ist dann halt auch doch auf ein halbes Jahr dann anstrengend. Aber wenn nicht, dann fahre ich halt dahin. Zumal ich habe ja kein eigenes Auto. Ich habe ja mir das Auto von meiner Mama ausgeliehen, weil ich ja mein Auto verkauft habe, weil ich es ja eh nicht mehr durch den TÜV gekriegt habe. Und dann habe ich halt gesagt, ich kriege halt noch ein bisschen was jetzt noch, weil noch hat es TÜV gehabt. Und ich brauche es jetzt erstmal nicht, weil ich ja eine lange Zeit wegen Depressionen zu Hause bin. Da braucht man kein Auto fürs daheim rumsitzen und halt durch die Gegend laufen mit Hundis. Ja, dann muss ich mal gucken. Sobald ich da mehr weiß, lasse ich euch wissen, ob ich 5 Wochen oder 6 Wochen hier bin. Und das Schöne ist, egal ob ich 5 oder 6 Wochen bleibe, ich kann auf die Gamescom kommen, das freut mich. Ich hatte ja so ein bisschen Angst, dass ich nicht zur Gamescom komme. Und da werde ich auf jeden Fall den Donnerstag und den Freitag mit der Toko auf der Gamescom sein. Vielleicht sieht man sich ja da. Und ja. Ich schaue dann mal, wie es mit mir nach Nachsorge aussieht, wie es danach nach der Reha aussieht, weil es ist noch sehr ungewiss. Ich werde mich dann wahrscheinlich mit Arbeitsagentur oder Jobcenter oder Jobcom oder wie sie auch heißt, ich weiß nicht mal, wer von beiden jetzt für mich zuständig ist, das muss ich auch noch herausfinden, aber da frage ich einfach dann, wenn ich zurück bin, meine Sozialhilfe in Büdingen, in der akuten oder generell in der Psychiatrie in Büdingen, sowohl die stationäre als auch die akute und auch die Tagesklinik hat ja Sozialassistenten da, die einem bei sowas unter die Arme greifen und helfen. Oder vielleicht gibt es ja da noch andere Maßnahmen, die halt einem mit Berufen weiterhelfen, mit dem Berufsleben. Weil ich weiß nur, ich möchte da, wo ich war, nicht mehr hin. Ich gehe auch nicht mehr in den Einzelhandel, so Kundenkontakt, das schaffe ich nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Ich werde wahrscheinlich auch nicht so direkt sofort arbeiten können. Was mir noch sehr, sehr schwer fällt, mich länger als 1,5-2 Stunden auf irgendwas zu konzentrieren. Ich muss auch hier immer hin und her switchen. Bin echt froh, dass man hier in der Reha so viele einzelne Unterrichte hat oder einzelne Therapiepunkte hat oder Kurse oder was auch immer, die halt so maximal eine Stunde gehen. Und dann geht man woanders hin. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich muss halt nur gucken, wie ich halt meine Mangel an Konzentration und Frustrationstoleranz, die halt nicht vorhanden ist, irgendwie in den Griff kriege, aber ich denke, ich bin auf einem guten Weg, es ist schon mal besser geworden, man kann jetzt auch irgendwas arbeiten. Ich arbeite hier auch so ein bisschen, ich habe hier einiges an Häkelzeug, ich habe Diamond Painting gemacht, ich arbeite ein bisschen in Unreal, an dem Fighting Game, ich modelliere ein bisschen, ich zeichne ein bisschen, also springe jetzt gerade hin und her. Es wird zwar unwahrscheinlich lange, bis ich irgendwas fertig habe, aber ich tue dann immer ein bisschen was, wenn ich abends nach den Kursen Zeit habe. Und da würde ich sagen, für die Woche habe ich alles gesagt. Ich schaue die Woche, wie es dann halt nach der Reha weitergeht. Lasst euch das dann auch wissen. Spätestens nächsten Vlog weiß ich bestimmt ein bisschen mehr, wo es dann hin weitergeht und wie es funktioniert, weil da muss ich auch wieder gucken. Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, ob es Arbeitsamt, die Job kommen oder wer da für wen zuständig ist und wann und wie. Und das ist ja eh so ein totales Durcheinander. Soll einer verstehen, ich tue es nicht. Und dann sage ich euch Bescheid. Und wir sehen uns ja nächste Woche spätestens oder zwischendurch mal für ein kleines Tutorial oder irgendwas, was mir gerade so einfällt an Video. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.